Dieses Screencast handelt vom Prinzip von Le Chatelier, auch bekannt unter dem Prinzip des kleinsten Zwangs, angewendet auf das Gleichgewicht von Stickstoffdioxid und Distickstofftetroxid. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Das Gleichgewicht der Reaktion 2NO2 reagiert zu N2O4 liegt bei 25 Grad Celsius bei 80% N2O4-Ausbeute. Wie verändert sich die N2O4-Ausbeute durch folgende Maßnahmen mit Begründung? Erhöhung der Temperatur, Erhöhung des Druckes und Einsatz eines Katalysators. Ein im Gleichgewicht stehendes System weicht immer zu der Seite des kleinsten Zwangs aus. So auch unsere Gleichgewichtsreaktion, die bei Raumtemperatur weitestgehend auf der Seite von N2O4 liegt. Ein Gleichgewicht kann man im Allgemeinen durch den Druck, die Temperatur und die Konzentration beeinflussen. Bei Lösungen führt eine Erhöhung der Konzentration eines Edukts zur Verschiebung des Gleichgewichts auf Seiten des Produktes, da Zwang auf die Seite des Eduktes ausgeübt wird. Dieses wird sich in der organischen Chemie zunutze gemacht, da man bei Synthesen das billigste und ungefährlichste Edukt in Überschuss zugibt, um die prozentuale Ausbeute zu erhöhen. Eine andere Methode ist das Herausnehmen des Produktes, wodurch die Gleichgewichtsreaktion zu Seiten des Produktes verschoben wird. Dies kann man zum Beispiel durch Auskondensation des Produktes wie bei der Haber-Bosch-Synthese erfolgen. Auch die Temperatur ist eine Einflussgröße auf das Gleichgewicht. Bei exothermen Reaktionen verschiebt sich das Gleichgewicht bei Temperaturerhöhung zu Seiten der Edukte und bei endothermen Reaktionen zu Seiten der Produkte. Die Gleichgewichte reagieren auf Temperaturerniedrigung in jeweils entgegengesetzter Richtung. Um herauszufinden, ob eine Reaktion exotherm oder endotherm ist, müssen wir zunächst die Reaktionsenthalpie Delta H berechnen. Ist Delta H kleiner als 0, handelt es sich um eine exotherme Reaktion. Ist Delta H größer als 0, handelt es sich um eine endotherme Reaktion. Delta H ist gleich H Produkte minus H Edukte, also gleich H N2O4 minus 2 mal H NO2. Zweimal, weil in der Gleichung 2 vor dem NO2 steht. Und daraus ergibt sich, dass Delta H gleich minus 57 Kilojoule pro Mol ist. Woraus wir schließen können, dass es sich um eine exotherme Reaktion handelt und somit das Gleichgewicht zu Seiten von NO2 verschoben wird und die Ausbeute von N2O4 sinkt. Zum Überprüfen können wir jetzt das Verhältnis der Gleichgewichtskonstanten K zu K' berechnen. K' ist hierbei die Gleichgewichtskonstante bei der Endtemperatur T' und K die Gleichgewichtskonstante bei der Ausgangstemperatur T. Durch Endlogarithmetrieren ergibt sich für K' zu K gleich E hoch minus Delta reversibel H geteilt durch R mal 1 geteilt durch T' minus 1 geteilt durch T. Daraus können wir ableiten, dass wenn K' zu K größer als 1 ist und somit K' größer als K, dann existiert das E hoch x größer als 1 und somit x größer als 0, wodurch die Reaktion zu Seiten der Produkte verschoben wird. Ist es andersherum, wird das Gleichgewicht auf Seiten der Edukte verschoben. In unserem Fall ist K' zu K gleich E hoch 6855,9 Kelvin hoch minus 1 mal Delta 1 geteilt durch T. Daraus lässt sich schließen, dass wenn die Endtemperatur kleiner ist als die Anfangstemperatur, K' zu K größer als 1 ist und somit das Gleichgewicht auf Seiten der Produkte verschoben wird. Und wenn T' größer als T ist, also eine Temperaturerhöhung erfolgt, das Gleichgewicht zu Seiten der Edukte verschoben wird. Dieses haben wir auch schon vorher begründet und somit wird nochmal gezeigt, dass unsere Reaktion bei Temperaturerhöhung zu Seiten
der Edukte verschoben wird und die Ausbeutung von N2O4 sinkt. Bei Gasen wirkt eine Partialdruckerhöhung einer Komponente wie die Konzentrationerhöhung in einer Lösung. Wird aber der Druck allgemein erhöht, verschiebt sich das Gleichgewicht zur Seite des kleinsten Volumens und der größeren Ordnung, weshalb man auch Gase über Druck verflüssigen kann. In unserem Fall reagieren 2 Mol, also 2 mal 22,4 Liter, zu 1 Mol und somit nur lediglich 22,4 Liter, weshalb es sich um eine Volumenabnahmereaktion handelt und weshalb durch Druckerhöhungen das Gleichgewicht zu Seiten der Produkte, also N2O4, verschoben wird und somit die Ausbeute steigt. Ein Katalysator erniedrigt zwar die Aktivierungsenergie und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit, aber er hat keinerlei Einfluss auf die Lage eines Gleichgewichtes, da sie nichts an Delta H ändert. Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine Temperaturerhöhung aufgrund der exothermen Reaktion zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zu Seiten der Edukte und somit zu einer Senkung der Ausbeute von 1,2,4 führt, eine Drucksteigerung allerdings zur Seite von 1,2,4 wegen der Volumenabnahme führt und der Einsatz eines Katalysators keinerlei Einfluss auf die Lage des Gleichgewichtes hat.